Hallo zusammen, ich begrüße zur Pressekonferenz nach dem letzten Bundesligaspiel 2:0 für Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg. Neben mir auf dem Podium beide Trainer. Wir gratulieren Enrico Maaßen zum Klassenerhalt mit seinem FCA und bitten ihn um sein Statement zum Spiel. Ja, vielen Dank und Glückwunsch nach Gladbach zum verdienten Sieg. Ja, das war ein sehr, sehr schweres Spiel für uns. Jeder hat es gemerkt. Wir haben sehr früh ein Gegentor bekommen und haben danach überhaupt nicht mehr ins Spiel gefunden in der ersten Halbzeit. Sehr weit auseinander. Und das, was uns eigentlich auszeichnet, ist, dass wir gerade in diesen 1-1-Zuordnungen sehr griffig, sehr gut sind. Und natürlich hat es Gladbach gut gemacht mit Stindl, der immer wieder weit zurückgefallen ist, und auch Hofmann. Aber da müssen wir einfach auch nachschieben. Und das haben wir nicht gut gemacht. Wir mussten die Mannschaft wieder arg verändern. Das soll keine Ausrede sein, aber ein Stück weit ist es auch erklärbar, dass wir einfach da keine Konstanz in unserer Aufstellung bekommen. Das ging über die ganze Saison so. Und da muss man dann am Ende sagen, dass wir glücklich sind, dass wir die Klasse hier gehalten haben mit Hilfe von Hoffenheim. Und trotzdem, wenn du nach 34 Spieltagen dort stehst, dann hast du es dir auch irgendwo verdient. Ich glaube, wir sind bewusst einen Weg gegangen, auch mit vielen jungen Spielern, die begeistert haben. Insbesondere auch im Hinspiel hat man das gesehen, gerade nach dem Winter. Und jetzt am Ende muss man sagen, hat uns ein Stück weit die Cleverness gefehlt, auch mit dieser Drucksituation hier heute umzugehen, insbesondere nach dem frühen Tor. Das haben wir nicht geschafft. Und deswegen freuen wir uns heute trotzdem, dass wir die Klasse gehalten haben, weil darum ging es schlussendlich. Die Art und Weise, natürlich in den letzten beiden Spielen früh eine rote Karte bekommen, das ist nicht gut. Das fühlt sich auch nicht gut an. Müssen das messerscharf analysieren. Das werden wir und haben, denke ich, trotzdem vieles Positives angestoßen. Auf die Dinge müssen wir aufbauen und werden wir aufbauen und werden dann hoffentlich eine bessere Saison spielen im nächsten Jahr. Dankeschön. Dankeschön. Daniel Farke, dein Statement zum Spiel. Ja, danke für die Glückwünsche, Enno. Für uns natürlich ein perfekter Abschluss heute der Saison. Also im Prinzip, wenn wir uns ein letztes Spiel hätten malen können, dann wäre das genauso gelaufen. Wir wollten heute unbedingt noch mal 3 Punkte einfahren, um uns in der Tabelle auch Platz 10 dann noch mal zurückzuholen und an Köln vorbeizuziehen und ja, unsere Heimbilanz dann auch noch mal weiter auszubauen und natürlich unseren Jungs, die uns jetzt im Sommer verlassen, ja, einfach auch noch mal eine richtig gute Bühne zu bieten und insbesondere Lars, der natürlich als Vereinslegende geht, auch nochmal einen perfekten Abschluss. Und dafür war es einfach notwendig, ein gutes Spiel zu zeigen und nochmal 3 Punkte einzufahren. Und das haben wir heute gemacht. Ich kann den Jungs ein Riesenkompliment machen. Ich glaube, die erste Halbzeit war relativ nah an der Perfektion. Ich fand uns gegen den Ball sehr, sehr griffig. Haben eine super Restverteidigung gehabt, haben kaum einen Torabschluss überhaupt zugelassen, waren sehr, sehr aufmerksam im Verteidigen. Und im Ballbesitz waren wir heute, finde ich, richtig gut. Also waren in der Lage, Gegners richtig schwer zu machen, Zugriff zu bekommen, haben 2 wunderschöne Tore rausgespielt, haben viele Chancen kreiert. Und der einzige Vorwurf, den meine Jungs machen können, dass wir nicht in der ersten Halbzeit dann schon mit dem dritten Tor vielleicht noch den Deckel drauf gemacht haben. Zweite Halbzeit stand dann so ein bisschen mehr im Zeichen des Verwaltens und dann auch des Wartens auf die Auswechslung von Lars Stindl. Da war vielleicht ein bisschen zu sehr im Modus, ihm unbedingt dann nochmal einen Ball auflegen zu wollen. Und waren dann so ein bisschen nachlässig im Passspiel, sodass wir dann, finde ich, nicht mehr so den Punch hatten wie in der ersten Halbzeit. Trotzdem freut es mich, dass wir das Spiel auch definitiv zu Null gespielt haben, weil Augsburg ja auch nie aufgegeben hat und immer nochmal versucht hat, zurückzukommen. Deswegen freut mich das zu Null heute. Ja, nach vorne hätte ich mir da schon noch ein bisschen mehr gewünscht, aber unterm Strich stehen wichtige 3 Punkte. Ich finde, ein sehr, sehr guter Saisonabschluss und ja, natürlich dann auch ein hochemotionales Spiel mit den Abschieden für die Jungs und insbesondere für Lars. Sind wir richtig, richtig froh, dass wir so ein Spiel dann nochmal abliefern konnten heute und gehen dann mit einem guten Gefühl und wirklich dann zufrieden auch mit diesem Abschluss in die Sommerpause. Dankeschön. Dankeschön. Unsere Gäste wollen nach Hause, deswegen schlage ich vor, dass wir zuerst die Fragen an den Gästetrainer richten. Wenn es denn welche gibt, deswegen. Vielen Dank. Okay, dann nun bitte die Fragen an Daniel Farke. Carsten Kellermann von der Rheinischen Post.
Herr Farke, jetzt geht es ja auf die kleine Tour noch zu den beiden Testspielen. Und danach hat Roland Wirkus gesagt, steht die Analyse an. Mit welchen Gefühlen gehen Sie nach der Saison? Sie haben Platz 10 erreicht, haben 42 Punkte, haben die Torbilanz ein bisschen, Sie haben schon drüber gesprochen, ein bisschen verbessert. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in diese Analyse dann rein, die Roland Wirkus angekündigt hat? Ja, ich habe ja bei der letzten PK auch schon ein bisschen was zu meiner Saisonanalyse insgesamt gesagt, will das jetzt auch gar nicht alles wiederholen. Ich freue mich, dass wir heute nochmal die Heimbilanz ausbauen konnten, dass wir jetzt so in 17 Spielen 33 Punkte erzielt haben, das ist ein Punkteschnitt von fast 2, das ist ja wirklich mehr als ordentlich, da sind wir richtig, richtig zufrieden. Ja, freue mich einfach auch, dass es uns gelungen ist, dann nochmal Platz 10 zurückzuholen und ja, an unserem Erzrivalen Köln dann nochmal auch wieder vorbeizuziehen. Und ja, haben wir schon auch darüber gesprochen, dass das meiste Potenzial ganz bestimmt so in der Auswärtsbilanz auch noch steckt. So insgesamt sind wir einfach total froh, dass wir so ein wirklich gutes letztes Saisonspiel einfach nochmal abgeliefert haben. Also ich finde, die erste Halbzeit war wirklich perfektes Fußballspiel, gibt es nicht, aber es war nicht weit davon entfernt heute, muss man sagen. Also es war eine richtig gute Leistung, gerade die erste Halbzeit, und damit sind wir richtig zufrieden. Markus Mühlenbeck für die Bild-Zeitung. Jonas Hofmann hat für sich selbst eine rekordverdächtige Saison gespielt. Zum ersten Mal zweistellig bei den Toren und zweistellig bei den Vorlagen. Wie bewerten Sie seine Leistung heute und auch die gesamte Saison von ihm? Ja, ich finde, über die Saison gesehen muss man sagen, dass Jonas wirklich eine überragende Saison gespielt hat. Wenn du als Offensivspieler, der jetzt nicht immer in einer zentralen Stürmerposition spielt, solche Zahlen vorzuweisen hast und zweistellig triffst, zweistellig vorlegst. Dazu hat er immer hohe Laufdistanzen, ist auch ein wichtiger Spieler für uns im Pressing, auch im Gegenpressing und investiert immer viel für die Mannschaft. Musst du sagen, dass das für uns ein Spieler ist, der eigentlich von seiner Qualität auch unersetzlich ist. Nicht ganz einfache Wochen so auf privater Ebene dann auch mal gehabt während der Saison, und umso höher ist dann, glaube ich, zu bewerten, was er insgesamt da auch geleistet hat. Also gerade mit Jonas' Saison sind wir sehr zufrieden, dass du dann über 34 Spieltage immer auch mal ein Spiel dabei hast, das vielleicht nicht auf allerhöchstem Niveau dann stattfindet. Das muss man dann auch zugestehen, sind ja alles Menschen, Jungs und keine Roboter. Aber insgesamt muss man sagen, dass Jonas für uns, finde ich, einfach eine herausragende Saison absolviert hat, und kann man nur zu gratulieren. Okay, Yannick Sorgatz, Rheinische Post. Ja, es steht ja jetzt noch eine Reise an. Mit welchem Gefühl gehen Sie da jetzt rein? Sind ja dann noch 3 Tage, die man noch unterwegs ist. Und wer wird überhaupt alles mitkommen? Wer wird nicht mehr mitkommen? Ja, wir werden den ganzen Kader mitnehmen. Alle Jungs, die einsatzbereit sind, zur Verfügung stehen, werden mitkommen, werden das auch so ein bisschen ja dazu nutzen, so ein bisschen reflektieren zu können irgendwie und das als kleine Abschiedstour zu nehmen. Ja, wie wir es dann wirklich von den Einsatzzeiten machen, wenn ich ehrlich bin, habe ich das auch noch nicht so ganz entschieden. Wir werden vielleicht das eine oder andere Talent dann auch mitnehmen, wobei es auch nicht so einfach ist, weil unsere U23 auch schon in der Sommerpause ist. Also ein bisschen kompliziert, das alles zu organisieren, aber wir werden schon 2 Mannschaften dann auf den Platz schicken, die dann Borussia auch nochmal vertreten können. Ja, sind jetzt nicht mehr die wichtigsten Spiele, wenn man ehrlich ist, vom Ergebnis, aber dann glaube ich auch nochmal ein ordentlicher Saisonausklang, und werden das aber auch dazu nutzen, dann einfach mit den Jungs nochmal ein bisschen Zeit zu verbringen, und gerade die Jungs, die dann uns auch verlassen, ja, dann vielleicht auch über die eine oder andere Anekdote nochmal zu sprechen und dann nochmal so dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben. Und das steht vielleicht sogar über dem Sportlichen bei diesem Trip, muss man ehrlich sein, bevor die Jungs dann ab nächster Woche Donnerstag dann auch in ihre freien Tage gehen können.